Also für mich, ich weiß nicht, ist so Lügen und Stellen, aber das ist so, ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, das sind meine Regeln, nein. Ich kann es nicht ausstehen, wenn Menschen miteinander gut miteinander umgehen, also wenn Tiere gequält werden, also einfach Gerechtigkeit. Also. Man muss aufeinander Acht geben und aufeinander aufpassen. Was ich gar nicht ausstehen kann, ist, wenn Leute andere Leute nicht respektieren. Weniger, wenn ich selber nicht respektiert werde, wie damit muss ich selber umgehen, sondern wenn ich mitbekomme, dass andere Leute nicht so genommen werden, wie sie gerne würden genommen werden. Ich kann Lügen gar nicht ausstehen. Ich kann nicht ausstehen, wenn eine Person dir trotzdem ins Gesicht weiterlügt, auch wenn du die Wahrheit weißt, nur damit sie im besseren Licht dastehen. Also ich kann es überhaupt nicht gerne, wenn man mich anlügt oder allgemein lügt. Weil ich finde, das macht die Kommunikation zwischen den Leuten umso schwieriger. Verstehen, wenn es manchmal Lügen gibt. Es gibt Lügen, man ist nicht vollkommen, aber dass man die Wahrheit kann sagen kann. Weil allgemein finde ich es sowieso nicht einfach, mit Leuten zu kommunizieren, um mit ihnen zu wissen, was sie wollen, wie sie sich fühlen. Darum finde ich auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass man miteinander ehrlich ist, damit man sich auch kann verstehen. Ja, also ich mag überhaupt nicht ausstehen, wenn halt Menschen oberflächlich sind. Also aus dem Gedanken heraus, dass wir eh alle genau gleich sind. Und darum finde ich auch sehr wichtig, Toleranz gegenüber jedem, egal wie wer ist. So, man muss halt sich immer wertschätzen und respektieren. Ungerechtigkeit, also wenn etwas nicht gleichberechtigt ist oder wenn einfach ein Geschlecht oder auch ein Alter oder auch einfach von der Person her jemand weniger genau oder gut angeschaut wird wie jemand anders. Und auch Oberflächlichkeit in dem Sinn, wenn man einfach dahin lebt und sich nicht weiter Gedanken macht, was das eigene Leben für Auswirkungen hat auf andere und vielleicht jetzt zum Beispiel auch die Umwelt. Und das kann nerven, wenn viele Leute sehr unüberlegt das Leben schreiten und nicht das Problem sind, also eines von den vielen Problemen, die wir heutzutage haben.